Über Test-Driven Infrastructure erzählen. Das ist ein sehr weites Feld. Deshalb konzentriere ich mich ein klein bisschen auf die praktische Applizierung bei uns, speziell in einem System, wo wir alles per Paket deployen. Generell ist ja Test-Driven Development ein Standard-Stichwort bei der Entwicklung. Alle Entwickler kennen das und schwören drauf. Und ich möchte ein bisschen zeigen, wie man das eigentlich total einfach auch für Sachen im Betrieb anwenden kann, mal so praktisches DevOps sozusagen. Generell, was ist Test-Driven? Test-Driven heißt, wenn es keinen Test gibt, ist es wahrscheinlich kaputt. Und das kann man ziemlich für alles sagen. Also mein Desktop ist in der Regel kaputt, weil den habe ich nie getestet. Funktioniert tatsächlich meistens, aber eben nicht immer. Und vielleicht lohnt sich da der Test nicht, aber für die Sachen, die wir auf den Server machen, lohnt sich das auch erheblich. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch Testautomation, die jeden Morgen guckt, ob wir überhaupt noch neue Server installieren können. Und ich zeige euch hier mal so ein bisschen, wie wir da hingekommen sind. Wer kennt sowas? Okay, das war ein Debian-Kollege. Na, also das ist ein Spec-File, ziemlich einfach, ziemlich typisch. Die meisten Spec-Files bei uns, die sehen auch genau so aus, haben gar nicht so viel drin. Und so ein Spec-File ist die erste Stelle, wo man bei Test-Driven Infrastructure, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas aus dem Betriebssystem paketiert oder ein Stück Config dahin tut, mal ansetzen sollte. Und wenn ihr nichts weiter aus dem Talk mitnehmt, nehmt bitte diese Folie mit. Das ist das Allerwichtigste, was mir schon richtig auf den Hintern gerettet hat. Nämlich Sudo-Regeln testen. Sudo ist so ein ganz tolles Werkzeug, was eine ganz, ganz strenge Meinung über seine Config hat. Und wenn man da einen kleinen Tippfehler drin hat, geht Sudo gar nicht mehr. Sagt halt, nö, kaputt. Und wenn man dann so eine kaputte Config auf alle Server ausgerollt hat, da muss man so ein bisschen seinen Kollegen erklären, warum man das getan hat. Und wer darauf keinen Bock hat, der schreibt in sein Spec-File, wo das Sudo-Fragment drin ist, halt sowas rein. Set-E heißt Abbruch bei Fehler. Visudo-C-F sagt einfach, mal gucken, ob das syntaktisch richtig ist und fertig. Und dieser kleine Einwurf, der wird euch schon das nächste Mal vor dem großen Biereinkauf für die Kollegen retten können. Es geht natürlich auch bei Python und anderen Sachen. Da sieht es dann zum Beispiel so aus, wenn ich irgendwo Pakete finde, die Bash-Skripte ausrollen und die nicht Syntax checken, dann baue ich halt sowas ein. Einfach Bash-N und schon sehe ich, ob es da einen Fehler drin hat. Heißt nicht, dass das Skript funktioniert. Das heißt nur, es wird nicht mit hier, da fehlt die geschlossene doppelte Klammer, abbrechen. Und auch ganz praktisch, Python-Programme kann man auch Syntax checken. Und gerade so die kleinen Dinger lohnt sich vielleicht einfach pylint-e. Wenn da wirklich Fehler drin sind, die ein Kompilieren verhindern würden, dann bricht das ab. Auch sehr nützlich, Config-Dateien haben vielleicht manchmal Formate, die sollte man also auch validieren. Ganz einfache Python-Einzeiler, um mal einen Config-YAML zu validieren, tut nicht weh und hilft beim nächsten Vertipper. Wenn es dann falsch ist, wird es halt nicht gebaut. Test-Driven hat für uns auch ganz viel Bezug zu Continuous Delivery. Und Continuous Delivery ist eigentlich nur die Idee, dass ich halt im Subversion einen Commit tätige, dann ein bisschen Technik losläuft und in sehr endlicher Zeit das, was ich committed habe, auch auf meinen Servern ankommt, ohne dass ich dafür noch irgendwas tun muss. Bei uns ist das Tool der Wahl TimCity, günstiger ist Jenkins, sie tun am Ende genau dasselbe und auch die Art und Weise, sie zu konfigurieren, ist ziemlich gleich. Wichtig ist, wir haben erstmal für jedes RPM-Paket natürlich einen eigenen Build-Job. Dieser Build-Job, der checkt das, die Sourcen aus, baut das und packt das Ergebnis in ein Dev-Repository. Danach gibt es für jede Funktionsgruppe, hier im Beispiel Foo, einen Integrationstest. Der macht ein Update auf einen Testserver, lässt dort lokal oder remote ein paar Tests laufen und wenn das erfolgreich war, dann propagiert dieser Integrationstest die getesteten Pakete in der installierten Version, das ist ganz wichtig, in das Production Repository. Und danach können die Foo-Server in Production das installieren und wir sind fertig. Und damit haben wir eine automatisierte, getestete Deployment Chain für Infrastruktursachen, die mich ganz ruhig schlafen lässt und mir gar keine Sorgen macht, wenn auch mal einer, der das nicht kennt, daran was ausprobiert. Vielen Dank. Ja, hi, Christian Heimes, ich bin Python Core Developer und stelle gerade mal vor, was vielleicht neu in Python 3.4 ist.
Die Beta ist zwar bald, aber steht auch nicht fest, ob alles reinkommt, was geplant ist. Erstmal die traurige Nachricht, kein OS2-Support. Windows XP wird es noch geben für 3.4, für 3.5 vielleicht nicht mehr. Ganz neu, Enums, eigentlich einfache Sache, aber drei Autoren und tausende von Mails-Diskussionen. Ja, wir haben bald Enums, was C schon seit vielen, vielen Jahrzehnten kann. Statistics-Modul von Steven, die üblichen Sachen. Man kann sowas selbst implementieren, er hat es aber gemacht, dass es immer funktioniert, auch wenn man irgendwie in Randbereiche rankommt. Victor hat zwei schöne Sachen gemacht. Einmal, dass man selbst Memory Allocator, wo man die üblichen C-Sachen implementieren kann, überschreiben kann. Und dazu Modul, mit dem man den Speicherverbrauch sehr, sehr detailliert von seinem Programm analysieren kann. Wo was irgendwie ein Speicher verbraucht und wer was macht. Das wird einige freuen. Bald gibt es nicht direkt PIP in Python, aber die Zeile reicht und man hat PIP für Python 3.4. Wheel-Format, es ist nicht ECK, es ist kein importierbares Format, sondern Installationsformat mit dem Trick, man kann in einem Paket für Windows, für Mac, für diverse Versionen von Python und auch für diverse Arten von Plattformen, 32, 64 Bit, alles in eine Datei packen, installieren und auch signieren. Da kommt noch das hinzu. Man kann bei Wheel-Formaten genau definieren, für was zuständig ist. CP-Schi für C-Python, für PyPy. Py3.3 ist zum Beispiel für alle Python-Versionen 3.3, egal ob es jetzt C-Python, PyPy, Jython oder was anderes ist. Pathlib-Modul kommt vielleicht rein. Das ist so, was eigentlich Leute als Path kennen, nochmal etwas anders und hübscher geschrieben, baut der Antoine. Vielleicht noch ein. PEP ist eigentlich fertig. Aber Diskussionspunkte sind immer noch offen. Timezone Support, also PyTZ, leider nicht. Lennart hat keine Zeit. Für 3.5 wird er vielleicht ein Kickstarter-Projekt starten, weil er neben seiner Arbeit kaum mehr zum Entwickeln kommt. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, gerne. Bisschen komplizierter, eine eigene DSL hat für die meisten Leute den praktischen Aspekt, man kann jetzt schön help. Irgendeine Built-in-Funktion wie OS-Rename machen, bekommt einen ordentlichen Output, das man von Python-Funktionen kennt. Modul-Spec, man kann ein bisschen mehr Informationen rausbekommen, was das Import-System gerade macht. Das Ding in der Mitte kommt neu. Man kann ein Modul suchen oder ein Package suchen. Dann bekommt man eine Spec, wo ganz viele Informationen drin stehen und erst dann muss man es laden oder auch nicht laden, wenn man keine Lust hat. Ein paar Erweiterungen, Formalisierungen habe ich geschrieben, basierend auf dem PEP von einem Küchling. Ein paar Sachen für die Hash-Funktionen, die eigentlich de facto Standard sind, aber jetzt auch formalisiert sind. Async.io, Tulip, das next big thing, ersetzt nicht Twisted oder Tornado, ist so was, was als Unterbau mal geplant ist. Davon ist immerhin schon ein kleiner Vorbereitungsteil drin. Generalisierung für Select-Modul, EPOL, KQ, POL-Funktionen, High-Performance-Network-Computing. Da baue ich gerade dran, den Hash-Algorithmus auf einen Krypto-Hash umzustellen, ZipHash24 von Dan Bernstein. Das da ist für Low-Level-Leute interessant. PyPy hat sich das gewünscht, Lengthend ist Information. Wenn man zum Beispiel eine große Liste hat und auch irgendwas machen will, kann man vorher schon fragen, wie groß wirst du vielleicht mal, um intern was zu optimieren. Auch ein bisschen Typgenerierung, Metaclass-Lookup von irgendwelchen Methoden im Method-Resolution-Order für spezielle Anwendungsfälle. Das kommt noch wahrscheinlich alles mit rein, außer SHA-3, was ich gebaut habe. Das muss vielleicht wieder raus, weil das noch nicht standardisiert ist. Python wird schneller, zumindest wenn man es startet. Wir haben jetzt etwa 30% Speed-Up-Vergleich zu 3.3 und den letzten 3.4 Beta. Wir haben das dritte ein bisschen rumgebastelt in den letzten Tagen. Ja, das war's. Das Wichtigste zumindest. Zum Unicode-Decode-Error. Nach meinem File-IO-Vortrag hatten wir ein bisschen was an Diskussionen, wo es darum ging, wie kommen wir mit Unicode klar, und da war die Aussage, wenn man das Encode und das Decode
ordentlich hinkriegt, das heißt, dass ein Coding vielleicht korrekt geraten oder sonst wie bestimmt hat, dann hat man innerhalb des Python-Prozesses dann ja Unicode Code Points bei normalen Strings und damit ist alles super, weil sobald wir Unicode Code Points haben, ist alles bestens, die funktionieren. Leider auch nicht immer. Es gibt ja verschiedene Sorten Unicode Characters, man kann die so ganz grob in drei Klassen einteilen. Die kleinste Klasse sind die guten alten ASCII-Zeichen, das passt in 7-Bit, da haben wir hier zum Beispiel ein A. Die nächste Sorte ist die sogenannte Basic Multilingual Plain. Das sind alle Zeichen, wo die Code Points noch in 16-Bit repräsentiert werden können. Hier habe ich zum Beispiel so ein A mit so einem komischen Überstrich. Und dann gibt es noch den Rest. Da habe ich hier jetzt zum Beispiel mal ein mathematisches A herausgesucht. Das liegt außerhalb der BMP. Also Basic Multilingual Plain. So, die lassen sich alle ganz normal als UTF-8 zum Beispiel kodieren. Ich habe hier ein UTF-8-System und sehen wir das normale A, das ist halt in UTF-8 ein Byte kodiert, das A Macron ist in 2 Byte kodiert und das mathematische A ist in 4 Byte UTF-8 kodiert. Und jetzt gehe ich eigentlich davon aus, dass ich sie in Python alle mit dem korrekten Encoding einlesen kann und dann innen drin in Python einen String mit einem Codepoint habe. Stimmt leider nicht ganz, denn Python kleiner 3.3 gibt es in zwei Sorten. Es gibt den Wide Build und es gibt den Narrow Build und fieserweise ist der Default mal so, mal so. Was bedeutet Wide Build, was bedeutet Narrow Build? Bei einem Wide Build wird für jeden Textstring intern immer 4 Byte pro Charakter reserviert. Also UCS4 heißt das technisch. Das heißt, ich bekomme garantiert jeden Unicode-Charakter da rein. So, bei den meisten Texten ist das allerdings eine massive Platzverschwendung. Deswegen gibt es dann noch den Narrow Build, der nimmt immer nur 2 Byte für jeden Unicode-Charakter, aber das funktioniert für die meisten Sachen. Aber bei sowas stellt sich die Frage, was jetzt? Das passt doch gar nicht da rein. Was machen wir da? So, und um die Sache mal herauszufinden, habe ich das mal getestet. Ich benutze hier jetzt mal ein Wide Build Python. So, da lese ich mal, ne, ich nehme erstmal das andere, mal hier ein bisschen spannender machen. So, das ist jetzt ein Zeichen, was noch im BMP ist, das kann ich ausgeben. Das ist ein String, der enthält ein Zeichen, demnach hat er die Länge 1. Und wenn ich davon das erste Zeichen nehme, dann bekomme ich das. So, wenn ich jetzt stattdessen ein Zeichen außerhalb der BMP nehme, wir haben jetzt ein Whitebild, klappt das alles ganz genauso. Ich kann es ausgeben, es hat die Länge 1 und wenn es ein Zeichen lang ist, kann ich auch das erste Zeichen ausgeben. So, nehmen wir jetzt aber mal den Narrow Build, dann sieht die Sache etwas anders aus. So, ich nehme jetzt hier mal ein BMP-Zeichen, da ist wie zu erwarten gewesen alles super, Länge und so weiter. So, wenn ich jetzt in einem Narrow Build das lese, Vorsicht Falle, das ist jetzt ein valides Unicode-Zeichen, das hat eine valide UTF-8-Kodierung, die ich ganz normal aus dem Dateisystem gelesen habe. Das ist alles völlig erlaubt, was ich hier gemacht habe. Wenn ich es ausgebe, dann geht es durch irgendein Wunder. Allerdings, was hat er wirklich gemacht? Er hat 2 Zeichen ausgegeben, das hat bloß das Terminal hinter in meinem Rücken repariert. So, wenn wir nämlich jetzt mal das erste Zeichen eines dieses einen Zeichens ausgeben, dann knallt mir mein Python weg. Super. So, und das hat uns schon ein paar Mal massives Kopfzerbrechen gebracht. Gegenmaßnahme, Whitebuild benutzen oder Python ab 3.3, das macht's richtig. Nicola vorstellen, winzig klein. Nicola ist ein Framework für statische Webseiten. Statische Webseiten braucht man eigentlich in der Regel kaum noch, aber manchmal gibt es Anwendungen, wo man sagt, da jetzt hier so ein ganzes CMS aufsetzen und mich damit beschäftigen, das aktuell zu halten. Dafür ist mein Projekt gar nicht groß genug und eigentlich gibt meine Infrastruktur das gar nicht her.
dann kann Nicola ganz praktisch sein, weil man einfach eben mit... Machst du nochmal was größer? Besser. Ja, fast. Weil man eben da seinen ganz normalen Workflow benutzen kann, den man eben als Programmierer auch benutzt. Also man hat eben im Prinzip seine RST-Dateien, mit denen man die Dokumentation in Sphinx schreibt. Man hat im Prinzip sein CVS, wo man Code eincheckt, wo man Code teilt mit anderen Leuten. Und man hat im Prinzip Code Review, wo man eben sich die Sachen reviewen lässt von seinem Team. Wir haben das gebraucht im Prinzip für Triton, also mein Projekt, wo ich arbeite. Da haben wir im Prinzip, das ist auch wieder alles doof. Naja, gut. Nichts geht. Gar nichts geht. Ja, einer muss dabei sein, bei dem es nicht geht. Das werde ich sein. Alle anderen sind mir dankbar. Ich glaub's. Ja. Nee. Also eben hat alles funktioniert, sorry, aber irgendwie mit dem Monitor gibt es Ärger. Genau. Gerade mal das Passwort. Genau, ich kriege hier keine IP-Adresse. Dann geht es nicht anders, dann muss das hier solo gehen, weil ich habe ja noch eine Minute. Also, Nicola setzt ihr dann ein, wenn ihr im Prinzip schnell eine Webseite aufsetzen wollt, wenn ihr schnell Sachen publizieren möchtet. Das Ding kann statische Webseiten, das Ding kann einen Blog speisen, ihr könnt sehr gut internationalisieren, das heißt einfach die RST-Dokumente in andere Sprachen übersetzen. Ihr ladet es dann einfach in euer beliebiges Tool hoch und könnt dann... es geht. So sieht das dann aus. Also das ist jetzt die Triton-Seite mit Nicola gebaut. Es gibt einmal hier diese ganz normalen festen Links, die da drin sind. Und es gibt eben so einen News-Bereich, das ist der Blog-Bereich. Und dort sind dann im Prinzip die einzelnen Artikel drin, die man sich dann anschauen kann. Das Ding kann eben auch übersetzt werden. Es ist in verschiedene Sprachen übersetzt. Das Menü ändert sich dann entsprechend. Und ich zeige es euch, jetzt weiß ich selber natürlich nicht, wie es geht. Deutsch. Ihr könnt Nicola selber komplett alles ist im Repository, das heißt also, es ist einfach zu forken dann. Also man lädt sich den Kram einfach runter, zieht sich die Sachen halt dann auf sein eigenes System lokal und fertigt dann im Prinzip die Dinge an, die man braucht. Also, ich bin Michael Specht, möchte euch mein Sommerferienprojekt vorstellen, Ahoy, eine kleine Android-App. Wenn ihr euch fragt, wieso Android auf einer Python-Konferenz, das ganze Pre-Processing ist in Python geschrieben, die App ist eine Android-App. So, es gibt immer mehr Leute, die mit ihren SSIDs und WLAN-Namen Statements machen oder halt Nachrichten schicken, wie zum Beispiel hier bei der US-Wahl 2012. Und ich wollte mal gucken, wie weit man das treiben kann. Ich habe eine App gemacht. So ein bisschen aus, wo das Ganze so funktioniert, man gibt eine Nachricht ein, das wird in so eine SSID umgewandelt, es wird so ein Hotspot aufgesetzt und jeder im Umkreis von 30 Metern kriegt dann diese Nachricht aufs Telefon. So, es hat ein paar Einschränkungen, also die Nachricht ist natürlich relativ kurz und der Umkreis ist relativ klein, aber es hat ein paar interessante Eigenschaften, zum Beispiel kriegt man die Nachricht nicht, weil man in irgendwelchen Facebook-Gruppen ist, jemandem auf Twitter folgt oder in irgendeinem Google-Plus-Circle ist, sondern weil man einfach da ist.
Und außerdem, weil es gar nicht übers Internet geht, kann man es auch nicht aus der Ferne irgendwie abhören oder unterdrücken, indem man das Internet abstellt oder so. Es gibt ein paar vielleicht interessante Einsatzgebiete dafür, zum Beispiel Demonstrationen oder Fluthilfe oder generell alle möglichen Situationen, wo viele Leute zusammen auf einem engen Ort sind. So, ich komme gleich zu den technischen Details. In so einer SSID passen ja theoretisch 32 Byte. Das sind in der Praxis oft nur 31 druckbare ASCII-Zeichen und eigentlich auch nur die alphanumerischen Zeichen, weil die Wi-Fi-Chip-Hersteller da sehr unterschiedliche Ansichten haben, was eine gültige SSID ist und was nicht. Das ist also das Format, das geht los mit so einem kleinen A und dann kommen 30 alphanumerische Zeichen. So ein Zeichen gibt uns fast 6 Bit an Kapazität, mal 30 kriegen wir insgesamt 178 Bit, die wir zur Verfügung haben. Und die Frage ist also, wie viele Nachrichten können wir mit 178 Bit eigentlich kodieren? Und es sind eigentlich eine Menge, aber wenn man sich jetzt mal die gängigen Encodings anguckt, sieht man, dass die Nachrichten ziemlich kurz sind. Also mit UTF-8 kriege ich halt für lateinische Schriften, die in Englisch und Deutsch benutzt werden, zum Beispiel 21 Zeichen, für den Großteil der Welt nur 11 Zeichen. Was wirklich deutlich zu wenig ist. Wenn man sich zum Beispiel diese 4 Nachrichten anguckt, die sind alle gleich teuer, aber sehr unterschiedlich sinnvoll. Und eigentlich macht nur die oberste Nachricht Sinn, darunter wird immer mehr Neues reingefügt, die kosten aber alle gleich viel. So, und wenn man sich das anguckt, ist das eigentlich sogar tatsächlich so, dass der Anteil der sinnvollen Nachrichten minimal ist. Und die Aufgabe ist jetzt eigentlich, den Informationsraum so zu verzerren, dass das genau andersrum wird. Dass halt sinnvolle Nachrichten billig werden und Rauschen teuer wird, damit wir mehr sinnvolle Nachrichten da reinpacken können. Das ist genau die Stelle, wo David Huffman ins Spiel kommt. David Huffman, ich mag ihn sehr, hat das Huffman-Coding entwickelt, wo man sich anguckt, wie häufig sind bestimmte Symbole und dann halt die häufigen Symbole billiger macht und die seltenen Symbole teurer macht. Und ich habe das jetzt einfach übertragen auf sinnvolle und nicht sinnvolle Botschaften. Da muss man erstmal unterscheiden, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Das kann man mit Hilfe von viel Text machen. Und die Uni Leipzig, die bietet halt zum Download an in 80 verschiedenen Sprachen 10.000, 100.000, 1 Million Sätze von Wikipedia, News-Artikeln, gescraped und die kann man analysieren. Das ist jetzt zum Beispiel mal so ein Histogramm für Englisch, das ist die Häufigkeit der Buchstaben. Und wenn man sich aber zum Beispiel mal den ersten Buchstaben neben Wort anguckt, dann sieht das Histogramm schon sehr anders aus. Und das ist was, was wir nutzen können. Und auch nach dem Q kommt eigentlich immer ein U. Und wenn jemand schon QU geschrieben hat, gibt es eigentlich nur noch 4 Möglichkeiten, wie es weitergeht. Es ist prinzipiell auch möglich, alles andere zu schreiben, aber es ist deutlich teurer. So, das heißt, man sieht, die Sprache ist sehr kontextsensitiv. Und wenn man jetzt diese Huffman-Bäume auch sehr kontextsensitiv macht, kann man das ausnutzen, um die Sprache stark zu komprimieren. So, es gibt jetzt also, werden 200 bis 500 solcher Bäume gebaut, je nach Kontext. Und das sind die Ergebnisse. Es gibt so für ein paar Sprachen gibt es das schon. Und man sieht jetzt im Prinzip, die Sprachpakete sind relativ klein, 30, 40, 50 Kilobyte. Und man kann halt die Nachrichtenlänge deutlich erhöhen. Also wenn ich zum Beispiel, normalerweise kriege ich mit UTF-8 für Englisch und Deutsch 22 Zeichen hin in so eine SSID, mit dieser Komprimierung halt bis zu 58 Zeichen. Und besonders spannend ist es eigentlich für die ganzen anderen Sprachen, die normalerweise immer 2 Byte brauchen, in UTF-8 oder UTF-16, weil die kommen jetzt nämlich auch auf 40 bis 55 Zeichen. Das hat also so ein bisschen so eine ausgleichende Wirkung. Ja? Ich mache eine kurze Demo. Ich tippe mal hier. So, ich habe eine Nachricht eingegeben, jetzt sieht man, jeder Buchstabe verbraucht unterschiedlich viel Bit. Das große T am Anfang braucht 8 Bit, das H danach braucht nur 1 Bit. Ich habe mich vertippt, das Ganze braucht 85 Bit. Wenn ich jetzt noch ein Zeichen einfüge und den Fehler korrigiere, braucht die ganze Nachricht nur noch 75 Bit. Das ist kontraintuitiv und ich finde es ziemlich interessant, weil die Nachricht wird länger, das Encoding wird kürzer. Das ist aber eben genau das, was hier halt hier belohnt wird. Rechtschreibung lohnt sich wieder. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag. Danke, das war's. Und wer entwickelt Software für Python 2? Also melden. Wer entwickelt Software für Python 3? Okay, wer entwickelt Software, die sowohl unter Python 2 als auch 3 laufen soll? Okay, das ist ja auch schon, sind da immer ein paar. Okay. Die Frage, also direkt von der Python-Startseite aus ist da ein Link, should I use Python 2 or 3? Okay, Python 2 is legacy, Python 3 is the present and future of the language. Wir haben ja auch eben gerade die netten Sachen gesehen, was so eventuell in die nächste Python-Version kommt, was Christian vorgestellt hat, ist schon sehr nett, was da so alles läuft, auch in den letzten Python 3-Versionen. So, jetzt könnte man ja denken, okay, entwickeln wir am besten nur noch für Python 3. Ist natürlich sehr knifflig, weil Python 2 ist viel stärker verbreitet, es gibt mehr Bibliotheken. Und das heißt, wenn man jetzt von diesen Bibliotheken abhängt,
dann kann man also noch nicht alles umstellen auf Python 3. Okay, Ansatz ist natürlich oder eine Antwort darauf, dass man eigene Bibliotheken für Python 2 und 3 anbietet, damit man anderen, die diese Bibliotheken verwenden, den Umstieg erleichtern kann. Die können dann erstmal zumindest, ja, sie können dann eben in Python 2 und 3 in ihren eigenen Projekten das verwenden und dann später vielleicht, wenn alle Bibliotheken verfügbar sind, dann wirklich auch ihre Software dann unter Python 3 laufen lassen, wenn die dann eben auch angepasst ist. Ja, ist diese Doppelanpassung nicht so aufwendig, kommt drauf an, habe ich heute auch schon x-mal gesehen, ich habe das trotzdem schon gestern geschrieben. Okay, ursprünglich war meine Empfehlung, dass man für Python 2 entwickelt und dann mit einem Tool, was glaube ich sogar in der Python-Standard-Distribution drin ist, das 223, daraus eine Python 3-Version macht. Sehr gängig ist inzwischen aber auch, ein und denselben Code für Python 2 und 3 zu verwenden, also ohne dass man da nochmal einen extra Übersetzungsschritt hat. Ich habe mal die zweite Variante ausprobiert mit ein und demselben Code. Ich habe ein eigenes Open Source Projekt von mir umgestellt, sodass es sowohl unter Python 2 als auch 3 läuft. Das ist eine FTP-Client-Bibliothek. Das sind zwar hier sozusagen nur 13 Module, 6.500 Codezeilen, aber es sind schon relativ viele von den Gemeinheiten drin. Also sprich File.io, also Encoding für Dateiinhalte, Encoding für Dateinamen, Socket-Transfer. Okay, habe da also schon einiges gemacht. Und ja, ich habe Unit-Tests, die sollte man haben für so eine Sache. Die bestehen jetzt also unter Python 2 und 3. Ich habe jetzt vor einer Woche eine Alpha-Version veröffentlicht, weil sich ein paar Sachen auch ändern mussten. Okay, und jetzt mein Angebot so an euch. Ich wollte morgen in dem Barcamp eine kleine Session machen. Wenn ihr also selber vorhabt oder noch so ein bisschen zögert, wenn ihr irgendwie eine Bibliothek habt oder so, die ihr auf Python 3 oder jetzt euren Code so abändern wollt, dass er unter Python 2 und 3 läuft, dass wir da uns zusammen im Barcamp zusammensetzen können. Und dann bin ich auch zum Sprint da und dann könnte man da das auch praktisch umsetzen. Also dann könnte ich, wenn ich, soweit ich eben kann, eben auch helfen oder Tipps geben oder so. Ne? Das ist so mein Angebot. Ja. Ich will euch mal in 5 Minuten näher bringen, was dieses JAT ist, von dem ihr vielleicht schon Sticker oder T-Shirts gesehen habt. Das entwickeln wir. Was ist JAT? JAT ist halt ein Open-Source-Toolchain, mit der man Server deployen kann. Deployment ist eigentlich ein ziemlich einfaches Problem, wenn man einen Server hat. Da geht man halt drauf, macht irgendwelches Zeug und dann bam, fertig. Leider sind wir inzwischen wohl vermutlich alle erwachsen und wissen halt, dass das verdammt schlecht skaliert. Besonders wenn man halt ein großes Rechenzentrum hat, muss man dann sehr schnell jeden Tag deployen und das wollen wir nicht. Was macht man? Dann nimmt man sich halt so eine Toolchain, da kennt man vielleicht DevOps-Zeugs wie Puppet oder Chef oder so. JAT ist halt auch eins davon, hat aber auch ein paar Alleinstellungsmerkmale. JAT basiert halt auf Packaging. Was wir machen ist, wir paketieren einfach alles. Das Betriebssystem sind ja schon Pakete, unsere Applikationen sind auch Pakete, unsere Konfigurationen sind auch Pakete. Warum machen wir das? Das ist eigentlich ganz einfach. Da JAT sich vor allem mit Package Deployment auskennt, können wir mit JAT unsere Betriebssysteme upgraden, ist ein Package Update. Wir können unsere Applikationen upgraden, ist auch ein Package Update. Und wir können auch unsere Konfiguration ausrollen, das ist auch nur ein Package Update. Das ist halt was ziemlich Angenehmes und wir machen mit JAT eben auch Continuous Delivery, Continuous Deployment. Continuous Deployment für sich ist halt ein bisschen blöd, wenn man nicht auch Hochverfügbarkeit herstellen kann. Das machen wir mit dem zweiten Teil von JAT, nämlich Orchestrierung. JAT kann nämlich die Server instrumentieren und weiß halt, wenn es halt Paket-Updates gibt, kann JAT sich aussuchen, was gibt es denn da für Updates und welche Services sind davon betroffen. Services können sowohl lokale Dinger wie Tomcats, Apache, was auch immer sein, oder eben auch Services, die woanders laufen, wie Load Balancer, Nagios und so. JAT kann halt dann diese Services stoppen, die Updates installieren und dann eben wieder die Services starten. Und wenn man redundant ist, halt 2, 4, 40, 80 Kisten hat, dann kann man auch die Kisten parallel deployen und halt dafür sorgen, dass die Applikation oder was auch immer in der Zeit dann noch verfügbar bleibt.
So, spannende Frage, die man uns jetzt stellen könnte, ist halt, warum machen wir das? Warum benutzen wir nicht Chef oder Puppet oder so? Einer der Gründe dafür ist, wir wollen dem Unix-Weg folgen und wir glauben daran. Und der Unix-Weg ist ja eigentlich, es gibt viele kleine Programme, die eine ganz spezifische Sache tun und die kann man miteinander verknüpfen und ziemlich coole Sachen machen. Also wenn man so ein Set-Pipe, was weiß ich, in Aktion gesehen hat, der weiß, das ist viel stärker als ein einzelnes kleines Programm. Und Packaging, das ist halt sowas, das löst schon das Files-Rumschieben-Problem. Deployment ist ja vor allem Files auf irgendwelchen Kisten rumschieben. Das Packaging bringt uns noch ein paar andere Sachen gratis mit, nämlich die Abhängigkeiten zwischen Services oder die Abhängigkeiten zwischen Paketen. Das heißt, welche Libraries braucht man Applikationen, welche andere Applikationen von mir braucht man Applikationen. Das ist halt alles inklusive, müssen wir nichts für machen. Wir benutzen einfach das, was schon da ist und wir erfinden nicht das Rad neu. Ein anderer Ansatz von JAT ist, dass man Komplexität reduziert, statt sie abzubilden. Es gibt ja viele, die inzwischen auch für ihre Chef-Recipes oder so Tests schreiben und da können die Entwickler dann halt Ruby und schreiben dann diese Recipes und testen die und so weiter und so fort. Und damit kann man die kränksten Sachen machen und vielleicht auch Kaffee kochen. Das wollen wir nicht machen. JAT ist halt bewusst an einigen Stellen eingeschränkt. Das wollen wir so. Und es zwingt einen dann auch, sich die Frage zu stellen, müssen wir das jetzt so kompliziert machen oder kriegen wir es halt einfacher hin? Zum technischen Hintergrund ein bisschen von JAT. Es ist halt pure Python. Es läuft unter Python 2 im Moment. 3 wäre auch kein großes Problem. Wir setzen aber Twisted ein, weil so Orchestrierung ist ja vor allem I.O. gebunden. Wir benutzen SSH, um die Maschinen miteinander kommunizieren zu lassen und wir setzen auch nicht auf langlaufende Prozesse. Also es gibt irgendwie keinen JAT-Daemon auf der Client-Seite, der halt die ganze Zeit läuft und irgendwelches Zeug macht. Das wäre es dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auch noch heute und morgen da und ihr könnt uns gerne, wenn da so ein Logo hinten dran ist, ansprechen. Danke. Und? Geht's los? Ja, es geht los. Also ich bin mutig, ich stelle die N plus erste Lösung von einem Problem vor, was jeder sowieso schon gelöst hat. Es wird hoffentlich klar, warum. Das Problem ist folgendes. Also die Nadel im Heuhaufen hat jeder gesucht, die Nadel ist krumm. Ich suche ein Pfeil, das hieß ungefähr so. Also ich weiß noch irgendwas über das Pfeil und ich habe... Also das ist eines meiner häufigsten Probleme. Manager sollen ja 80% ihrer Zeit zum Suchen verwenden, bei mir sind es vielleicht 70. Ja, was sagen wir, die Windows-Leute, nehmen doch einen Explorer. Habe ich gestern Abend auch nochmal spaßeshalber probiert in der V-Box. Also Windows kriegt bei mir lebenslänglich. Das ist immer eingesperrt, der Explorer ist natürlich unwahrscheinlich langsam. Und außerdem heißt meine Firma Unix Software, also schon aus Gründen des Stolzes kommt sich in Frage. Beim Stammtisch sagte man mir, na, da nehme ich Feind, sage ich, du hast aber viel Zeit, du kriegst sie wohl nicht bezahlt. Und Feind ist eigentlich noch langsamer und beim zweiten Mal ist es zwar schneller, aber inzwischen habe ich einen großen Firefox und der ganze Cache ist leer. Loket ist schnell, das stimmt, das hat einen genialen Algorithmus, den man nicht versteht, aber das Update, das Erzeugen der Datenbank ist so schlimm, dass ich das und den Beagle als erstes abschalte, weil das 10 Minuten kann man nicht arbeiten, weil nur die Platte beschäftigt ist. Dann sagen Sie mir, lass es nachts laufen, aber nachts ist mein Rechner aus. Weil ich habe früher mal neben dem Rechner geschlafen, nicht aus Liebesgründen, das ergab sich einfach so. Und das Hauptproblem bei diesem ganzen Filesuchen ist, man hat viel zu viele Hits. Also ein paar 10.000 sind so typisch. Und was macht man in so einem Fall? Ich will das File finden. Und außerdem will ich mindestens Shell-Muster suchen. Das kann Windows sowieso nicht. Ich habe gestern Abend mal PyExe mit 2 Sternen drin versucht zu finden mit dem Explorer. Geht alles nicht. Die Lösung ist schon ganz alt, FileFinder. Hatte ich als ASCII-Applikation, inzwischen habe ich es als GUI, in dem Fall wirklich besser als ASCII, muss ich als alter Unixer sagen, und mit Features, die ich will. Erstmal probieren. Irgendwo, aber nicht in irgendwelchen Install-Directories, wo ich nicht weiß, wie die heißen, habe ich irgendwas mit Python 2.7 gehabt. Das sind ungefähr 20.000 Treffer bei mir. In Root, 500.000 Files. Suche ich erstmal mal Python 2.7, viel zu viele Hits. Aha, ich schmeiße erstmal die KDE-Directories raus, in PythonX habe ich auch noch, wusste ich gar nicht und so weiter. Und dann sind plötzlich nur noch 3 Hits da. Dann bin ich dort, wo ich hin will. Also diese Negativsuche war entscheidend. Das war für mich das wichtigste Features. Dann Shell-Patterns ist ja einfach. Ich kann die Suche schrittweise immer weiter verfeinern. Das ist
das, was ich in der Praxis brauche. Ich fange irgendwie an zu suchen, dann verfeinere ich meine Suche. Das geht nämlich mit less, was auch negativ suchen kann. Das brachte mich auch auf den Gedanken nicht. Und es geht unheimlich schnell. Warum, sage ich dann gleich. Man kann case-sensitiv und nicht-sensitiv suchen. Ist auch unter Unix manchmal wichtig. Pfadnamen, die ganzen Optionen, okay. Wichtig ist, ich kann während der Laufzeit die Suchoptionen verändern. Und ich brauche das laufend. Ich bin liederlich genug und man wird ja auch bequem, wenn man so ein Tool hat. Und es ist natürlich Multiplattform. Bestimmt läuft es auch unter macOS, aber ich hatte noch keinen zum Testen. Nachteil lässt sich sicher beseitigen. Für Root-Update braucht man noch Root-Rechte. Die Implementierung ist in dem Fall vielleicht interessant. Ich habe mir überhaupt keine Arbeit gemacht. Der Cache ist eine ASCII-Liste von Tupeln, Pfadname, Pfeilname, der wird auf die Platte geschrieben. Das sind für meinen Home Directory etwa 20 Megabyte. Das ist kein Speicher, außerdem wollen die Hardwarehersteller auch leben. Das Cache-Datum wird angezeigt. Finde ich ganz wichtig. Ich muss wissen, auf welchem Stand ich bin. Komisch, das habe ich woanders nicht gesehen. Der Cache wird im RAM gehalten. Ich habe also wirklich nur die lineare Lesezeit. Das braucht ungefähr 2-3 Sekunden. Und ja, wenn man den Cache bildet, dann braucht man vielleicht eine halbe oder eine Minute unter Linux. Windows natürlich das Fünffache, weil wir wissen, Filesystem und Windows. Es ist in WXPython geschrieben, das muss also dazu geschrieben, also nutzt WXPython, der eigentliche Tool ist kürzer. Ich versuche es dann, da ich habe noch ein bisschen Zeit, ja gut, es wird knapp. Es zeigt ein toller Algorithmus, wie bei Update, macht noch lange kein tolles Programm. Ich will das benutzen, ich mache es also ganz einfach, ich mache nicht mal Dictionaries, lineare Suche, es geht wahnsinnig schnell. Und man findet das auf Bitbucket unter Reinhard W. Jetzt habe ich noch ganz kurz Zeit. Da kann ich nochmal zeigen, dass es wirklich funktioniert. Also wenn ich hier einen Search mache, jetzt sucht er mal schnell eine halbe Million Files. Na gut, jetzt war der Speicher voll mit allem möglichen anderen Müll. Und Vorführeffekt, beim zweiten Mal geht es schneller. Doch, also gut, halbe Million Files, so lange kann man warten. Und dann kann man die Suche weiter einschränken. Ich kann also hier reingehen und ja, wenn ich das mal rausnehme, und machen noch eine Search. Ja, gleich kommt die Maus, dann haben wir etwas zu viele Hits. Das ist das, was wir nicht nehmen. Okay, ich danke. Die Python-Broschüre, so ein Geist, der seit 2 Jahren rumgeistert. Wir haben immer wieder das Problem, Python in ganz bestimmten Zielgruppen, sprich Führungskräften, Kunden, Mitarbeitern vorzustellen, die absolut keinen Plan von Python haben, die in unseren Medien und in unseren Kommunikationschannels nicht zu Hause sind. Man muss denen letztendlich eine Pappe in die Hand drücken, die die dann weitergeben können und durchblättern. Dazu gehören IT-Architekten genauso, die aus dem normalen Flow raus sind, Leute in Forschung und Lehre, Multiplikatoren und andere Leute. Und für den Zweck ist diese Python-Broschüre vor 2 Jahren entwickelt worden. Mittlerweile ist die Content-Entwicklung abgeschlossen. Das heißt, wir haben den kompletten Content fertig. Einige haben vielleicht das PDF schon runtergeladen oder sich zum Newsletter angemeldet und fragen sich, warum gibt es nur dieses PDF, warum kann ich das Ding nicht in der Hand halten? Ich kann mal gerade den Inhalt zeigen, mal schnell durchblättern für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Es geht allgemein um Python, es geht um Anwendungen, zu zeigen, hier Mozilla setzt die Sachen ein, YouTube, Bitly, Esri, SurveyMonkey, also alles bekannte Namen, mit denen man da was anfangen kann. Okay, da gibt es dann OpenERP, andere Beispielprojekte, dann Sachen, die die Leute auch persönlich berühren, also Wettervorhersage und so weiter, wo man was mit anfangen kann. Hier, damit kann ich Tools programmieren, die Leben retten. Dann Energie sparen im Walzwerkbereich, da werden Tools mit Python programmiert, Luftfahrt, Industrie, also alles Sachen, wo man den Value sofort erkennen kann. Hier geht es um den Finanzbereich, Finanzanalyse hätten die Leute vielleicht mal früher einsetzen sollen. Learning Python, also im Bildungsbereich, dieses One Laptop per Child und andere Sachen. Unseren Wettbewerb haben wir jetzt noch nicht drin. Die Contents sind schon ein bisschen länger dabei. Unten drunter in diesem grauen Bereich laufen immer allgemeine Boxen mit Informationen zu Python, wo also auch Leute ein bisschen tiefer einsteigen können und sich die Qualität holen können. Klar, Chasing the Exposon with Python beim CERN als Beispiel. Wo wurde Python in Verbindung mit dem Mars-Robot eingesetzt? Filmindustrie, auch mal sehr populär. Blender, Industrial Light and Magic setzt Python intern für die Vernetzung zwischen den Tools ein. Special Effects bei Houdini. Ja, und Rackspace natürlich, ne? Das ganz große Gerümpel. Das Ganze muss ja irgendwo laufen.
Ja, das Ganze wird mit Anzeigen finanziert. Ich zeige jetzt hier mal ganz kurz die Leute, die schon Anzeigen geschaltet haben. Vielen Dank dafür. Die haben die auch bezahlt und haben schon eine Grundlage geliefert für die Sachen. Und leider ist es aber so, dass der zweite Teil, wir hatten vor, das Ganze über Kleinanzeigen, also Mikrosponsoring auch zu finanzieren, dass auch kleine Companies die Möglichkeit haben, mit reinzukommen, einen Register-Eintrag zu schalten. Das hat bei den Publikationen, die der Python Software Verband in den letzten Jahren für Plone und Soap gemacht hat, relativ gut funktioniert. Das ist leider international nicht so gut aufgegangen. Ich möchte es euch ganz herzlich ans Herz legen, zu überlegen, ob ihr da eventuell noch mit rein wollt. Momentan ist die Strategie, diese kleinen Anzeigen zu reduzieren und noch ein paar große Sponsoren zu finden. Wir hatten ein paar jetzt an der Angel, aber das Problem ist immer wieder Bank of America, amerikanische Situation. Die sind dann auch wieder abgesprungen. Das heißt, wir brauchen einfach ein paar Leute, um die Kasse voll zu kriegen, um das Ding dann wirklich im Print loszuschieben. Das muss international verteilt werden. Wir müssen das shippen in die letzten Löcher der Welt, weil es geht nicht nur darum, das Ding zu drucken, es muss ja auch unter die Leute kommen. Das heißt, wir brauchen die Sponsoren auch. Das war die Planung, dass jeder, der einen Registry-Eintrag hat, kriegt natürlich eine Kiste geschickt und kann dann lokal in seiner Situation die Sachen verteilen, was eine ganz wichtige Sache ist. Hat dann auch ein Medium, was er in die Hand nehmen kann. Und die Geschichte mit den toten Bäumen möchte ich nicht mehr hören. Schaut euch mal die Analysen an, was es kostet, einen File zu streamen weltweit. Ist auch nicht so scheiße. Was? Es gibt so ein paar Sachen, für die interessiert sich keiner. Aber es gibt Sachen, also wirklich, wenn die breit verteilt werden, wenn man die streamen will, der Energieverbrauch ist auch nicht ohne. Also die Pappe lässt sich auch da noch verargumentieren. Denkt einfach mal drüber nach, was habt ihr für Channels, wo könnt ihr noch für die Finanzierung der Broschüre ein bisschen Geld locker machen. Wir freuen uns über jeden Sponsor, wäre toll, wenn ihr was tun könnt und dass wir das Ding endlich rauskriegen. Ansonsten, das PDF kann man sich runterladen und auf jeden Fall schon mal einsetzen. Das war's. Noch was, ganz kurz. Die Infos gibt es auf brochure.getpython.info, aber wenn man danach googelt, also Python-Broschüre, wer es nicht findet, dem ist auch nicht zu helfen. Ja, das ist doch, ich nehme das schon mal als Applaus für ein Python-Camp, Dankeschön. Wir machen das ja schon eine ganze Weile, wir haben jetzt auch ein feststehendes Orga-Team, das hat sich bewährt letztes Mal. Der Thomas Koch, ich und der Oliver, wir sind so die Ansprechpartner, die auch hier sind, natürlich auch alle von PyColon. Und wir machen das seit jetzt dann das fünfte Mal, also 5 Jahre hintereinander Python Camp in Köln bei der GFU Cyrus AG und natürlich mit der großen Unterstützung des Python Software Verbands. Jetzt habe ich das ja natürlich schon vorweggenommen, wir sind das fünfte und Python Camp ist auch nur ein schöner Name für ein Barcamp. Und da ist einfach der Hintergrund, wir haben Sponsoren, hoffentlich, ja, wir müssen dann noch wieder mit dem Hut rumlaufen, dass wir halt die geringen Unkosten, die wir für Pizza und Getränke brauchen, dann decken können. Und dann ist das für alle Teilnehmer kostenlos, weil die GFU Cyrus AG das Schulungsgebäude komplett stellt. Also wir haben dann meistens halt sehr viele Räume, sehr viele Beamer, Internet und ja, die haben auch so eine kleine Küche und so, mit Getränken versorgen die uns auch. Und die Anmeldung ist demnächst. Die URL gibt es schon, kann man schon anschauen, aber ich habe das mal, damit es keine Konfusion mit dem Barcamp hier gibt, noch nicht freigeschaltet. Und viele gehen vielleicht am Freitag nicht zum Barcamp, weil die gar nicht wissen, was das ist. Ja, das ist eigentlich eine ganz lockere Veranstaltung. Es ist nicht so, dass man, wenn man da vortragen will, Monate vorher so ein Abstract einreichen muss. Man kann einfach eine Idee haben und kann die da ankündigen, kann ein paar Sätze dazu erzählen und dann entscheiden alle Leute, die da sind, ob sie das hören wollen. Und so bilden sich dann Grüppchen, die dann in Räume verschwinden. Und dann, wenn dann halt viele Leute was erzählen wollen, ist das halt ein abendfüllendes Programm oder ein längerer Tag oder wie auch immer. Und man kann auch ganz anders wie auf einer Konferenz agieren. Man kann sagen, ich habe eine Frage, kann mir mal jemand was zu den Features von so und so erzählen, wenn Leute da sind? Hat man sein Problem gelöst. Oder man sagt, ich habe hier einen Fehler in meinem Programm, ich komme da nicht weiter. Also es ist völlig offen, was man macht. Es muss mit Python zu tun haben und es muss Spaß machen. Also alles ist da möglich. Und ja, das Schöne ist halt, das kann sehr spontan sein. Und auch das Programm kann sich halt jetzt ergeben, einfach dadurch, dass man hier Vorträge gehört hat, möchte dann noch was ergänzen, die Zeit war aber aus und dann hat man das im Barcamp einfach die Möglichkeit. Die andere Sache ist auch, was auch schön ist,
So, man traut sich ja nicht so aus dem Konferenzraum rauszugehen. Beim Barcamp ist das ganz easy. Wenn einem was dann doch nicht zusagt, geht man einfach in die nächste Session, die parallel läuft. Und ja, damit ihr das mal ins Feeling kommt und nicht erst bis März wieder warten müsst, ja, das geht hier schon. Also geht mal auf die URL, gebt da eine Session ein, die ihr halten möchtet, oder guckt mal an, was da schon geboten wird. Also am Freitag geht das hier, ja, ihr müsst nicht bis März warten. Jetzt aber mal ein bisschen Rückblick. Wir machen das ja schon eine ganze Weile. Ich hoffe, ich kann hier so ein paar Sachen, ja, vielleicht. Also wir haben im Python Wiki, wir hätten ja gerne nicht wikipython.de, hätten wir gerne, haben wir aber nicht. Wir haben aber wikipythonforum.de. Wenn ihr da einfach mal nach Barcamp sucht, dann findet ihr eine ganze Menge interessante Anregungen, was so alles gewesen ist. Und wir haben klein angefangen, 17 Leute waren beim ersten Barcamp. Dann haben wir gelernt, es muss 2 Tage sein, weil dann bekommt man sowas hin. Ja? Also das war jetzt der Zuwachs, das war jetzt der bisher größte Peak, den wir hatten. Wir mussten den Anmeldestopp bei 70 Teilnehmern vollziehen. Wir konnten nicht mehr. Also 70 Leute hatten sich da angemeldet. Dann also wieder der Aufruf, ja, also ist es viel schwieriger eigentlich, so viele Leute nach Köln zu locken, wenn man das irgendwann im Frühjahr macht. Ja, hier sind ja eigentlich schon viel mehr Leute, geht einfach mal hin, guckt mal rein, auch wenn ihr nur mal eine Session oder sowas mitmacht, weil vielleicht dann eure Bahn leider fährt. Ja, tja, schlecht geplant, macht es beim nächsten Mal anders, plant diese Sachen ein. Und ja, wir hatten halt jetzt im März waren 70 Sessions mit Lightning Talks. Ich hoffe, dass ich jetzt mal hier so ein YouTube-Video. Wie geht das? Egal, es startet. Es startet hoffentlich. Oh. Nee, das ist falsch. Nee. Entschuldigung, Mike. Oh, das muss. Oh nein.